Ja, hallo. Und hier geht es jetzt weiter mit unseren ersten Akkorden beim Gitarrenlernen. G-Dur. Also die häufigsten Akkorde sind sehr oft also G-Dur, D-Dur, A-Dur, E-Dur. Das sind also die häufigsten Akkorde, die ich so kenne. Und viele Lieder kann man eigentlich schon mit G, D, G und A spielen. Oder mit A, D, E. Aber das ist ein weiteres Kapitel, das kommt ein andermal dran. Hier geht es jetzt ausschließlich um den G-Dur-Akkord. Und dieses Video wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen kompliziert sein. Ich werde mir da wohl ein paar Beulen holen bei euch. Gehe ich mal von aus. Fangen wir einfach mal an. Gucken wir uns das Symbol an. Sehen wir natürlich auf der E-Seite dritter Bund, den Mittelfinger, Zeigefinger auf A-Seite zweiter Bund und der Ringfinger auf dem wieder auf dem dritten Bund der hohen E-Seite. D, G und H-Seite werden offen mitgespielt, das sagen uns ja schon die Kreise und klingt tut dieser Akkord also so. Gut, aber jetzt ist die Frage jetzt mal, warum dieser Akkordaufbau? Wie baut sich eigentlich dieser Akkord auf? Denn im Grunde genommen sind es ja sechs Saiten und wir reden immer vom Dreiklang. Fangen wir zunächst erstmal mit der Tonleiter an. Als, ups, jetzt zeige ich das mal hier. Wenn wir unser Gitarrensymbol auf ein Klavier übertragen würden, würde das Ganze so aussehen. Fangen wir mal an. Da beginnt ja unsere Gitarre, also mit der E-Seite. Und wenn du jetzt die C-Dur-Tonleiter im Kopf hast, dann weißt du E, dann kommt das F und dann kommt das G. Und das G findest du auf dem dritten Bund, wie auch in dem Symbol. Erkennst du daran, das ist unser C-Ton G. Jetzt haben wir ja unsere A-Seite, das ist der zweite Ton in der Tonleiter. Nächster Ton ist Ton H, zweiter Bund auf der A-Seite. Da wollen wir aber hin. Es sind auch wieder acht Töne. Dann folgt das C. Der nächste Ton ist D, den spielst du wieder mit der offenen D-Seite. Und am zweiten Bund der D-Seite findest du Ton E. Und jetzt denkst du natürlich, jetzt würde das F kommen, womit du eigentlich auch recht hättest, nur G hat aber ein Kreuz. Und somit spielen wir nicht das F, sondern erhöhen den Ton F um einen halben Ton. Und diesen Ton findest du jetzt am vierten Bund deiner D-Seite. Fis. F wäre ein Bund zuvor, also am dritten Bund. Und der Abschluss, offene G-Seite oder der fünfte Bund der D-Seite. Du kannst beide Töne spielen. Das wäre Ton G. So, das ist jetzt unsere Tonleiter. Guck sie dir also einmal an. G, A, A, C, D, E, Fis, Und jetzt nehmen wir den Aufbau des Akkordes. Und wie du ja schon weißt, setzt sich ja unser Akkord immer aus folgendem zusammen. Gehen wir mal ganz einfach vor. Dieses tiefe G, was wir auf unserer E-Seite finden, dritter Bund, ist unser Grundton. Jetzt brauchen wir noch die Terz. Und die Terz ist der dritte Ton innerhalb der Tonleiter. Und das wäre unser, wenn du jetzt sagst, G ist
1, A ist 2, ist H unser dritter Ton. Und da ist er auch schon. Diese beiden Töne klingen so. Und jetzt brauchen wir noch die Quinte und das ist der fünfte Ton. Und dann nimmst du einfach deine offene D-Saite. Und wenn du nur diese drei Saiten spielst, hast du bereits einen G-Dur-Dreiklang. Okay. Und es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten. Ups, da ist mir das F noch zwischengeraten. Das musst du dir jetzt wegdenken. Das gehört jetzt bei G-Dur gar nicht damit rein. Ach so, jetzt weiß ich wieder. Ja, genau. Ich habe ja gesagt, ich werde mich heute hier verstolpern bei diesem Video. Das ist ja das Schema unserer Klaviertastatur. C, D, E, F, G, A, H. Und dann fängt es wieder mit C an. C, D, E, F, G, A, H. Und dann wieder C, D, E, F, G, A, H. Das sind aber jetzt auch nur die drei Oktaven. Also es gibt ja noch mehr. So, jetzt sehen wir aber auch dreimal das Fis. Und du siehst, dass du bei G-Dur nur ein Kreuz hast und das ist eben halt der Ton Fis. Gehen wir jetzt mal weiter. Wir nehmen jetzt einfach mal unsere G-Saite als Grundton. Ja, das ist unser Grundton. Und dann nehmen wir einfach die Terz, unsere offene H-Saite. Und wenn du jetzt aus der Oktave zuvor, dann Alt, Stopp, nicht aus der Oktave, Stopp, das war nicht richtig. Und wenn du jetzt das tiefe D dazu nimmst, dann hast du bereits einen Dreiklang. Ohne dass du was greifen musst. Du hast mich sofort einen G-Dur-Dreiklang. Deine G-Saite, deine H-Saite und deine D-Saite ergeben bereits sozusagen das gleiche Schema wie beim A-Dur, beim einfachen A-Dur-Akkord, dass die Quinte zuerst kommt, dann der Grundton, dann Terz. Wie gesagt, es ist kein Dogma. Du kannst also auch mit dem Grundton anfangen und dann die Terz und dann die Quinte oder. Es gibt zig Möglichkeiten. So, und wenn du jetzt einfach mal den Grundton aus der vorigen Oktave nimmst, also am dritten Bund der E-Saite, und dann das spielst, dann spielst du nichts weiter als tiefes G und jetzt die Melodie-Saiten dazu plus D Bass-Saite. Könntest das auch mal so spielen, also spielst das tiefe G und nimmst jetzt einfach D und G-Saite dazu. Dann klingt das so. Und da lassen sich doch auch schon wieder Klangbeispiele durchspielen. Also siehst, es ist alles möglich, nichts muss und du kannst es einfach fließen lassen. So, einem Anfänger würde ich immer empfehlen, also gerade bei Kindern mache ich es so, dass Kinder den ganz einfachen G-Dur-Akkord spielen. Und das heißt einfach den Finger auf dem dritten Bund der E-Saite, auf der hohen E-Saite. Und jetzt nur diese vier Töne spielen, ist auch ein G. G-Dur. Im Grunde genommen sind diese drei Saiten ja schon G-Dur, aber damit das Kind auch was zu tun hat, kriegt es dann am dritten Bund auf der E-Saite wieder was zum Greifen. So, und das gleiche kann man dann weiter steigern, indem man sagt, am dritten Bund und am dritten Bund und jetzt spielst du einfach das, was hier rot angestrichen ist. Hast du wieder ein G-Dur. Haben wir die A-Saite außen vor gelassen. Und wenn wir jetzt das ganz einfache Schema gehen, G, H, D ist unser erster Akkord, G, H, G ist dann wieder ein weiterer Akkord. Also im Grunde genommen
dann spielst du wieder zwei Akkorde. Okay. Ich hoffe, du konntest meinen Ausführungen folgen, dass es jetzt nicht so kompliziert war und würde mich freuen, wenn ich dir helfen konnte. Bis dahin und tschüss.